Ihr wisst ja, normalerweise habe ich auch ein Schild, dass ich hier stehe, vor allen Dingen für meine Kinder. Und ich glaube, viele von uns tun das. Und für mich zählt auch die Aufforderung an euch, ihr könnt jeden Tag hier etwas auf der Straße tun. Als ich letztens in Maya Mare war, war ein junges Paar mit einer vielleicht 6- oder 7-jährigen Tochter und einem vielleicht halbjährigen Kind. Und beide waren fast bis oben hin maskiert. Und ich wollte das vorbeigehen, ich bin vorbeigegangen. Und ich habe gemerkt, wie sehr mich das geschmerzt hat, weil viele wissen ja, wie schädlich das gerade für die Babys ist. Da gibt es auch wunderbare Videos im Internet dazu. Und ich beschloss dann zurückzugehen, und zwar mit einer ganz friedlichen Energie und einfach meinem Schmerz zu zeigen. Ich bin zu den Eltern hin und habe in meinem Schmerz gesagt, bitte, bitte setzen Sie die Maske ab. Sie schaden Ihrem Kind damit. Und dann guckte mich der Mann an, die Energie blieb friedlich und sagte, ja, das machen wir gleich. Und auch wenn er es nicht sofort getan hat, bin ich davon überzeugt, irgendetwas hat es bewegt. Und ich bitte euch, unterschätzt nicht die Dinge, die ihr anderen sagt. Irgendetwas bleibt hängen. Und vielleicht ist gerade euer Tropfen genau der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und derjenige ist das nächste Mal hier. Und ich möchte heute noch eine Familie begrüßen. Mit 2 Kindern, die auf verschiedenen Demos ist. Die 4 kommen aus Leipzig, waren auch in Berlin dabei und sind auch heute, wo sind sie denn, mit ihren Kindern hier? Zeigt mal, wo sind sie? Zeigt euch mal, weil es ist da hinten, da stehen sie ganz in der Mitte. Einen kräftigen Beifall, weil diese beiden zeigen, sie tun etwas mit ihren Kindern und die Kinder sind dabei. Danke, danke.